Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 im Ranglistenmodus. OBS war abgekackt, deswegen starten wir hier bei der 2. Gar kein Problem. Ja, haben wir Lukas wieder dabei. Jetzt hier mal so einen Köter. So, drüben Windfalke und ein Eidbrecher. Das ist ein Crablord. Okay, ich habe auf jeden Fall Schwein dabei, Schleim, Mana-Ross, der Meeresdrache, Köter, Archer. Ja, genau das. Der hat es gerade so geschafft. Aber es könnte noch durchkommen. Ja, zwei kommen durch. So, Schleim platziert. Howler und den aufgewerteten Archer. Schauen wir mal. Ich muss mal wieder gewinnen hier. Ah, drüben auch wieder Healing und Piratenskelett. Dafür Katze diesmal. Noch Maske, Jünger und das Tor. Okay, Schleim. Und Crablord. Ich habe verkackt. Aber ist nicht so schlimm. Aber man muss nicht jede Welle halten. Sondern nur so wenig wie möglich durchlassen. Und sogar noch Zeit, um noch mehr Mythium zu sammeln. Wir können auf jeden Fall noch einen Archer bauen. Oder zwei. Ah, Crablord, na, also. Ach, Stich kriege ich nicht mehr zusammen. Da muss ich die Schnecke nehmen. Ich hätte ja sowieso nächste Runde das Mana rausgebaut. Ganz entspannt. Also ich bin schon noch drin im Game, so ist es nicht. Finde ich nicht, es reicht gerade so. Vielleicht hätte man sie noch ein Feld hinterpacken können, aber mehr hätte ich jetzt nicht gemacht. Jeden Fall muss noch ein Blocker ran. Ja, es kommt durch, sehr gut, sehr gut. Weiter regeneriert, aber hat es auch nicht geschafft. Hä? So. Mana aus. Noch so ein Köter. Bin ich doch gut dabei. Drüben ist aber auch erstaunlich viel Stichschaden. Vier Einheiten mit Stich. Locker für mich. Locker für mich. Ja, der ist schon fett. Also wo der rauskam, da hat ihn ja auch jeder gezockt. Weil er zu stark war.
Könnt vielleicht mal ein bisschen splitten hier. Macht auf jeden Fall Sinn. Wird gemacht. Auf 7 nochmal schicken. Für Einkommen und dann bis 10 warten. Ich glaube den Crab Lord. Triple Crab Lord sogar mittlerweile. Schleim und Baum. Ja, Triple Crab Lord, was will man da machen, ne? Da muss man lange sammeln. Das muss auf jeden Fall mit einem Manaros gegenhalten oder mit einem Schleim. Upgrade. Nur einer geht noch. Der Biber Butzermann, Bubatzmann. Ja, so Kiffstoff. Ah, das sagt doch schon alles. Das sagt doch schon alles aus. Ja, ich muss nicht mal nachgucken, um zu wissen, dass es solche sind. Aber auf solche Ideen, ja, guck mal, der Super sagt, okay, da kann auch nur einer wie wir drauf kommen. So, was machen wir jetzt? Genau, Manaros. Die Seite. Nee, ist doch alles okay. Gerade für ihn hätte ich sowieso auf 10 gehen müssen. Alles im grünen Bereich. Ja, ich bin wirklich schon gut dabei, muss ich sagen. Halte wirklich ganz gut. Ja, komm, ich riskiere einfach noch einen Worker. Was soll's? Wir wollen pushen. Um auf 10 dick zu senden. Da muss schon ein bisschen was dazukommen, auf jeden Fall. 160 für ein Upgrade habe ich jetzt leider nicht. Ja, Wüstenpilger und das Piratenskelett. Ja, früher, also habe ich auch ein paar Videos. Ist das? So, habe ich auch ein paar Videos dazu gemacht. Dann haben das wirklich viele gespielt. Double Upgrade, noch so ein Köter. Ja, diese Köter. Ich sonst noch schicken Blut rein. Das geht klar. Weiß jetzt gerade gar nicht, was sie da geändert haben. Ist mir tatsächlich nicht bekannt.
Starcrawler. Into Crab Lords. Wurde auch am Anfang mega gesucht. Leviathan auch down. Sehr schön. Gut runter reduziert. Das ist immer noch die Krabbe. Dann nehme ich nichts, weil ich habe gelernt bzw. gesehen, dass bei den anderen, die nichts genommen haben, die kriegen einfach 90 Gold. Ja, ist okay für mich, auch keine Verteidigung. Ich habe nichts gemacht, eine Einheit zu verkaufen. Aber das ist ein ganz guter Tipp, den kann man sich merken. Nichts Raves, bin ich mega stark. Dass wenn einem nichts zusagt, man einfach 90 Piepen kriegt. Wenn man nichts nimmt. Das ist aber schon krass. Ja, ich habe das vorher noch nicht gewusst. Aber ich wollte auch immer was nehmen, so. Aber das. Was soll mir Flohmarkt bringen? So 65 Piepen. Na, dann nehme ich immer die 90 mit. Vollkommen klar. Jetzt können wir ein paar Worker pushen. Aber war das schon immer so? Kann ich mich gar nicht daran erinnern. Naja. Mega Healing. So, wir könnten jetzt natürlich mal so einen Hauler aufwerten. Oder zwei. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ich habe nur einen Schleim und drei von den Mana-Rössern. So, lass mich mal schauen. Ich muss mal gucken hier rüber. Ja, Crablords nur. Nur Crablords und Starcrawler. Und die Bäume. Ein Regner. Hallo? Wie viel baut der? Ja, ich habe kurz überlegt, bei so einem Massenteil ist eigentlich immer ein Centaur gut, aber hier nicht, weil die Krabben verstärkte Verteidigung haben und Centaur macht Stichschaden. Haben wir nochmal ein bisschen Zeit rausgeschindet. Wollen wir für uns nicht rausgehen, aber ich sammle das, dass ich den holen kann. Hatten wir ja die Mana-Rosse auf. Können wir ruhig noch Schleim hinsetzen. Hier drüben noch ein Wolf hin. Morgwurf raus. Noch ein Blut rein. Sollte passen. Weil die Krabben haben verstärkte Verteidigung und deswegen, Hexe,
5% mehr Schaden, wie man hier in der Tabelle sehen kann. Na? Und die spawnen immer mehr, wenn Einheiten abkacken. Da gibt es mehr Mana. Können wir ordentlich Joker pushen. Oh, sehr gut, das ist durchgekommen. Und ich auch. Sehr schön. So wollte ich das sehen. Ordentlich Joker holen. Dann läuft das. Oh, die dicken Piepen. So, wir brauchen magischen Schaden. Also mache ich ein bisschen. Nee, ich baue mal noch einen. Ich habe jetzt auch nicht so viel Arkane Verteidigung. Ja, ist halt so. Gegner waren immer besser. Es funktioniert auch nicht bei jedem alles. Manche Leute machen auch zufällig und predikt einfach, dass die sagen, okay, der wird jetzt das und das schicken, deswegen baue ich das dazu. Vollkommen möglich. Okay, dann spannen wir halt noch. So der Plan auf 18 zu beenden. Ich höre jetzt hier meine Köter auf. Dass die auch mal ein bisschen was leisten können. Aber sind wirklich gut dabei. Gerade mal 90 drunter. Schon 450 Mythium gesammelt. 28 Worker. Kann man nicht meckern. Ah, sind die Gazent. Ja, ich habe 540 gekriegt, also. Hältst aber. Ich auch. Yes, my lord. Kann man, gibt es hier ein Muskel-Emote? Wahrscheinlich nicht. Nee, schade. Ja, deswegen sage ich ja, ich bin gut dabei. Ich bin nicht kacke geworden, dass ich so viel verliere. Entweder sind die anderen einfach besser oder man hat vielleicht ein bisschen Pech mit den Rolls so. Und die haben halt einfach die Strategie, die gegen mich gut ist. Ist halt ein Spiel letzten Endes. Man kann nicht immer gewinnen. Und deswegen verkacke ich auch ab und zu mal. In letzter Zeit ein bisschen öfter, aber ich bin noch gut dabei. So ist es nicht. Ja, ich guck schon. Also auf jeden Fall muss der rein und der und die Hexe. Schamane weiß ich nicht. Ja doch. Schamane ist gar nicht schlecht, weil der kann einen Vetter machen. Zwar ein Mini-Send und das ist durchgekommen. Sachen gibt's. Ogre mit rein. Das ist nicht schlecht. So, wir werden jetzt hier mal. Huch.
war nicht beabsichtigt. Und 80 kriege ich noch rein. So, reicht. Ich habe 380 geschickt und ich habe 1180 geschickt. Die Masse an Crab Lords. Der hat ja nur Crab Lords gebaut. Ja, und ist Dark Roller. Und der Gedanke dahinter war nicht schlecht. So, es gibt ja auch die Strategien, wo man ganz viele von den Köttern baut. Gibt's auch. So. Nur hat jeder so seine Schwachstelle. Und das ist eben Hexen. Hexen und Ober. Victory. Geil, mal wieder gewonnen. Das brauchte ich auch einfach mal wieder. Perfekt. Das war eine weitere Runde von Legion TD2 mit Amo Lukas zusammen. Schaut euch gerne mal an, wie das vorbei. Lasst ein Like da, ein Abo, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.